Wenn mal wieder der kleine Hunger kommt, gibt es an der Küste das hier. Fischbrötchen mit Bismarckhering. Eine echte Alternative zu Currywurst, Pommes und Co. Ist lecker, liegt nicht so im Magen und ist sehr gesund. Aber warum heißt der Bismarckhering eigentlich Bismarckhering? Was hat der Hering mit dem ollen Reichskanzler zu tun? Eine Familie aus Stralsund, die hat's erfunden im 19. Jahrhundert. Die waren Fans vom ollen Reichskanzler Otto von Bismarck und dieser Mann namens Henry Rasmus ist Besitzer des Originalrezepts, hat das Erbe bewahrt und kennt die ganze Geschichte. Der Fischhändler und Materialwarenhändler Johann Wichmann hatte 1871 mit seiner Frau dieses Heringsrezept kreiert und hat als ehrfürchtiger Anhänger von Otto von Bismarck ihm dieses Produkt zukommen lassen in einem Holzfass und nach der Übersendung ihn auch gebeten, ob dieses Produkt seinen Namen tragen darf. Dieser Rum willigte ein, weil es ihm geschmeckt hatte und schickte ein Schreiben zurück, dass ab jetzt dieser Hering, dieser marinierte Hering, Bismarck-Hering heißt. Dann passiert etwas Dummes. Im Zweiten Weltkrieg verbrennt die Originalurkunde von Otto von Bismarck. Der einzige Beweis, dass die Geschichte überhaupt stimmt, ist futsch. Aber es gibt ja noch seinen Urenkel, Fürst Ferdinand von Bismarck. Der hört sich die Geschichte des Stralsunder Fischhändlers begeistert an, trommelt alle verfügbaren Mitglieder der Familie zusammen, die alle hier unterschreiben und fertig ist die neue Originalurkunde. Aber wie wird er nun gemacht, der Original Bismarck-Hering? Grundlage sind die in Essig eingelegten Filetstücke des Herings. Fachbegriff saurer Lappen. Der bedarf noch einer dringenden Veredelung, denn versuchen Sie mal ein Fischbrötchen mit einem sauren Lappen zu verkaufen. Die Besonderheit des Original Bismarck-Herings? Es werden nur Ostseeheringe verwendet. Die sind schön mager, nicht so wie der Nordseehering. Dann wird, im Gegensatz zum normalen Fischbrötchen, die Haut entfernt. Zurück bleibt nur das eigentliche Filet. Dieses wird nun eingelegt und mariniert. Und jetzt kommt das Geheimrezept mit dieser goldenen Flüssigkeit ins Spiel. Die Zutaten werden von Henry Rasmus so gehütet wie das Rezept für Coca-Cola. Irgendeine Mischung aus Essig, Lorbeerblättern, Senfkörnern und... Das ist Zaubermittel hier. Also es sieht aus wie, dann sage ich mal Bernstein. Ne? Wir arbeiten eng mit der Brauerei zusammen und Bernsteinweizen. Also kann ich, sage ich überhaupt nicht. Ne? Also ich kann nur sagen, es ist flüssig. Und so schmeckt es auch gar nicht. Ist klar, Herr Rasmus. Auf alle Fälle ist der Bismarck-Hering aus Stralsund mittlerweile so weltberühmt, dass sogar George W. Bush, US-Präsident im Ruhestand, unbedingt ein Fässchen mit dem Bismarck-Hering haben wollte. Seitdem erzählen sich die Stralsunder, dass der Henry Rasmus mit George W. befreundet ist. Stimmt das? Wir fahren natürlich jedes Jahr jetzt nach Texas im Urlaub und lassen uns es gut tun. Ne? Wie geht's Ihnen denn? Ja, er ist ein bisschen angeschlagen, aber er hat sich wieder erholt jetzt. Ne? Also. Das glauben wir auch gerne, Herr Rasmus. Wenn Sie also die UNESCO-Welterbe-Stadt Stralsund mit wahnsinnig beeindruckender historischer Architektur besuchen, dann gehört ein Abstecher ins Fischgeschäft Rasmus mittlerweile zum touristischen Muss. Um den Original Bismarck-Hering zu probieren, wie dieses Paar, das extra aus München angereist ist. Und hier können Sie auch den Hiddenseer Pfefferlappen probieren. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die erzählen wir Ihnen das nächste Mal.